Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern Gottesdienst zum Pfingstfest. Wir feiern, dass Gottes Geist uns Menschen bewegt. Wir feiern, dass wir Hoffnung haben. Wir feiern, dass wir Liebe erleben dürfen. Wir feiern, dass Gott uns verbindet zu einer Gemeinschaft. Aus so vielen unterschiedlichen Menschen werden wir ein Leib, eine Gemeinde. Grund genug, Gott zu loben, immer wieder aufs Neue. Ein fröhliches Pfingstfest für uns alle. Amen. Schmückt das Fest mit Weihen, lasset Blumen streuen, zündet Opfer an. Denn der Geist der Gnaden hat sich eingeladen, mache ihm die Bahn. Nehmt ihn ein, so wird sein Schein euch mit Licht und seine Güte währet ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohlgelingen! Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir.
Mein Gott, ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Ihr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Gott, komm zu uns mit deinem Geist. Erfülle uns mit deinem Geist. Durchwirbel all das, was so festgefahren ist und so lau. Schenk uns neu immer wieder deine Lebendigkeit und steck uns an mit der Begeisterung, die du verkörpert hast im Leben Jesu Christi hier auf dieser Erde. Erfülle alles, deine Kirche, die Welt, das All. Das bitten wir dich im Namen deines Sohnes und unseres Bruders Jesus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört die Epistel für den Pfingsttag. Sie steht im Buch der Apostelgeschichte im 2. Kapitel. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache? Wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf, die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große, herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Halleluja. O Heiliger Geist, O Heiliger
gib uns die lieb zu deinem Wort, zünd an in uns der Liebe Flamm, danach zu lieben allesamt. O Heiliger Geist, o Evangelium. Es steht bei Johannes im 14. Kapitel. Christus sprach zu seinen Jüngern: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Amen. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde in der Nähe und in der Ferne, wir feiern miteinander Pfingsten. Pfingsten, das ist einerseits das Fest, das am wenigsten greifbar ist, das die Menschen am wenigsten erklären können. Und andererseits ist Pfingsten das Fest, das uns so nahe kommt, weil es uns, unseren Alltag immer wieder betrifft. Wir feiern, Gott sendet seinen Heiligen Geist. Die Pfingstgeschichte, die wir gehört haben, ist unser Predigttext heute. Es wird beschrieben, dass alle, die Jünger, in einem Haus versammelt waren. Sie waren beieinander, aber die Türen und Fenster waren zu, denn sie hatten große Angst. Sie waren unsicher. Wie wird das sein draußen in dieser Welt? Wie wird das sein, wenn sie anfangen, von Jesus zu erzählen? Werden sie ausgelacht? Doch dann passiert etwas, und das, was passiert, lässt sich nur schwer beschreiben.
Ein Brausen wie ein Sturm, der das ganze Haus, die ganze Stadt erfüllt. Oder Feuerflammen, die vom Himmel fallen, aber nichts verbrennen. Wir merken, die Beschreibungen sind ziemlich ungenau. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht um das, was sich verändert. Es verändert sich zuallererst in den Menschen. In denen, die da im Haus eingeschlossen waren. Aus der Angst wird plötzlich Mut. Sie öffnen ihr Haus und sie fangen an zu reden. Und das Erstaunliche, alle können es verstehen. Das, was gesagt wird, verbindet auf einmal die Menschen, die sich vorher fremd oder vielleicht sich ignorierend waren. Ich frage mich immer, wann haben die Menschen gemerkt, der andere versteht ja auch, was da gepredigt wird? Wann haben sie es gemerkt, das, was da gesagt wird, verbindet uns miteinander? Jeder versteht, was gesagt wird, und dann noch das Begreifen, der andere versteht es ja auch. Es ist nicht nur der Blick zu Gott, der Blick in unser Herz im Glauben, es ist auch der Blick auf die anderen Menschen, die genauso Gottes Kinder sind wie wir, die genauso erreicht werden. Gottes Geist verändert uns, jeden Einzelnen. Er lässt uns glauben, er schenkt uns Mut und er wendet uns aufeinander zu. Vom Geist Gottes ergriffen werden. Manchmal gibt es, wie bei allen Dingen im Leben, da fast schon so etwas wie eine Konkurrenz. Manche pfingstlerisch orientierten Gemeinden, die streben danach und sagen, du musst doch unbedingt sagen, wann war dein Bekehrungserlebnis, wann bist du vom Geist ergriffen worden. Aber das Ergreifen mit dem Geist Gottes ist wie in einer menschlichen Liebesgeschichte auch. Da gibt es unterschiedliche Wege. Ja, das gibt es, was die Pfingstler sagen, diese Liebe auf den ersten Blick, plötzlich umgehauen zu werden, angesteckt von dem, was ich gar nicht begreifen und erfassen kann, der Liebe Gottes, die in mich einzieht. Mein geistlicher Lehrer, Pater Reinhard Körner, der hat das erlebt und erzählt, fast ein bisschen verschämt, wie es halt bei Liebenden so ist, in dieser Geschichte, als er ein kleiner Junge war, Fußball spielte draußen an der Kirche und plötzlich durch irgendeine Kraft in die Kirche hineingezogen wurde. Und da hat es ihn ergriffen. Und er kann bis heute nicht sagen, was hat ihn nicht losgelassen. Und so ist er heute Karmeliterpater, Exerzitienmeister im Kloster Böckenwerder der Karmeliter. Es gibt aber auch andere Geschichten, Liebesgeschichten, die nach und nach sich steigern, aufsteigern. Menschen, die plötzlich merken, da hat mich etwas ergriffen, was ich am Anfang gar nicht so genau sagen konnte. Eher ein Befremden am Anfang und dann ein Hineinwachsen in die Liebe. Gott hat verschiedene Wege für uns offen. Seine Liebesgeschichte mit uns, sein Pfingsten, sieht ganz unterschiedlich aus. Aber am Ende, da fallen Barrieren. Da wird das, was vermischt ist, in verschiedenen Sprachen plötzlich eins. Da können wir uns auf Augenhöhe begegnen. Da fallen Barrieren von Konfessionen und, das ist meine tiefe Überzeugung, auch von Religionen. Denn Gottes Geist weht, wo er will. Und wo der Geist Gottes ist, da ist Begegnung möglich und da ist Freiheit. Amen. Und Gottes Geist, der so viel mehr ist und so viel höher als all das, was wir begreifen und erfassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nun bitten wir. Wenn wir heimfahren aus Liebe.
in uns die Sinne nicht verzagen, wenn der Feind wird das Leben verklagen. Kyrie eleis. Lasst uns Fürbitte halten und mit und füreinander beten. Wir beginnen singend und bringen dann unsere Bitten vor Gott. Erleuchte und bewege uns, leite und begleite uns, erleuchte und bewege uns, leite und begleite uns. Erleuchte und bewege uns, leite und begleite uns. Unser Gott, wir bitten dich, weiche du die erstarrten Strukturen auf, weiche du verhärtete Fronten auf und festgefahrene Vorurteile. Lass uns lebendig werden, darum bitten wir dich. Erleuchte und bewege uns, leit und begleite. Gott, unser Vater, wir bitten dich, komm zu allen Menschen, die in Angst und Trauer und Mutlosigkeit verfangen sind, die nicht mehr herauskommen aus dem Hamsterrad, in dem sie sich bewegen und nur noch um sich selbst kreisen. Fahr ein mit deinem Geist, hilf ihnen auszusteigen und die Schönheiten und die Begeisterungen neu erleben zu können in ihrem Leben. Erleuchte und bewege uns, leit und begleite uns. Wir wissen nicht, welche Wege du uns führst, Gott. Wir bitten dich, sende uns deinen Geist, damit wir aus der Aussichtslosigkeit auf deinen Weg kommen. Sende deinen Geist, damit wir deine Ansprüche, deine Zusprüche für unser ganzes Leben wahrnehmen. Sende deinen Geist, dass wir die Menschen neben uns als unsere Geschwister, als deine Kinder begreifen. Erleuchte und bewege uns, leit und begleite uns. Alles, was uns bewegt, nehmen wir hinein in das Gebet, das uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Erleuchte und bewege uns, leit und begleite. Und so geht in diesen Tag, geht in die Zeit, die vor euch liegt. Geht als Begeisterte, seid neugierig, welche Wege euch Gottes Geist führt. Seid neugierig, mit welchen Menschen er euch verbindet. Seid neugierig, welche Erfahrung des Glaubens ihr macht. Der Herr segne dich
und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du Geist, kehr bei uns ein, komm, du Geist, beliebe uns, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du Geist der Wahrheit, komm, du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist, mach du uns eins, komm, du Geist, erfülle uns, komm, du Geist, und schaff uns neu, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm.